Endlich ist es wieder für Armored Warfare Zeit getan und dementsprechend auch jetzt endlich mal wieder ein neuer Panzer. Der Scorpion ist am Start, der Tier 2 von den Shishkits. Auch da gehen wir ganz kurz in die Dealer rein und schauen uns das an. Gehen mit dem PT-76 los und dann weitergefolgt vom Scorpion, mündet in den T-62 und so weiter und so fort. Der Panzer selber ist noch Stock, also von dem her noch ganz am Anfang. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Dann springen wir mal ins Gefecht und sehen uns dorthin. Da sind wir also schon im Matchmaking mit unserem Tier-2-Panzer in ein 4er-3er-2er-Gefecht. Ist in Ordnung, damit kann man sich arrangieren. Karte bekanntermaßen Cold Strike. Ich fahre hier sehr gerne in die Stadt. Bin schon sehr gespannt, wie ich mich so schlagen werde. Erstmal müssen wir auf jeden Fall mal rechts rüber. Ein Leo 1. Oh, wunderschön. So. Ah. Alter. So. Moxie fährt einen anderen Weg als ich. Mal schauen, wer am Ende mit seiner Strategie recht behält. Wenn die Flugzeuge wenigstens hier die Gegner rausschießen könnten, wäre ja schon einigen geholfen. Ich wollte gerade eigentlich die Vorhut-Haut machen. Aber ich besinne mich jetzt doch einer anderen Taktik, dass ich jetzt einfach mal hier die anderen vorfahren lasse. Weil man will ja nicht als erster draufgehen, sondern man will ja ein bisschen was zeigen und dementsprechend mal schauen, was hier so passiert. So, da geht doch einiges auf. Schade, schade. Hat nicht geklappt. Jetzt bin ich offen. Ein bisschen vorsichtig mit Bedacht zurückfahren. Der Gargamel bekommt da nämlich auch schon auf die Nuss. Nein, daneben. Da bin ich aber gar nicht aufgegangen. Ah, ganz schön Low Roll. Da bin ich aber auch auf. Wir warten erstmal ein kleines Stück ab. So, den konnte ich ein bisschen mehr. Bin aber jetzt hier schon im Fokus des Feuers angelangt. Oh, 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 oh. Da bekommen sie mich jetzt aber... Da haben sie jetzt schon auf mich gewartet, faktisch. So fahre ich da nicht nochmal raus. Meine Freunde und Kupferstecher. Wir warten einfach mal, bis hier die auf den M60 fahren, weil der hat noch viel, 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 viel mehr HP als ich. Arti müssen wir jetzt hier auch auf dem Auge drauf haben. Halt, da haben sie eine. T62, aufpassen, aufpassen. Ah, es ist natürlich gegen den Tier 3er schwieriger zu bestehen. Nee, oh, jetzt machen sie mich aber ganz stark fertig.
So, versuchen noch hier wegzukommen. Oh, war das eng, war das eng, war das eng, war das eng, war das eng. Alter Schwede. Nein, ich komme hier nicht weg. Das ist nicht dein Ernst. Ah, da konnte ich wenigstens noch zwei raushauen und ihm wenigstens ein bisschen Schaden machen. Leider ist das Team nicht rumgekommen, aber wir sind hier im Cap. Moxie macht es schon ganz schön fleißig. Schon erschreckt, was da um eine einzige Ecke rumkommen kann. Absolut richtig. M60 Patton. Den kennen wir ja schon. Aber Swingfire, der macht definitiv richtig Schaden. Und Leopard hier mal im Bilde zu sehen. Wie gesagt, wir sind im Cap. 30 Sekunden lang, dann ist die Runde rum. Und ich glaube auch, wenn ich so gesehen keine Kills gemacht habe, konnte man aber trotzdem ganz gut sehen, wie denn der Scorpion hier nochmal im Bilde sich so verhält und wie schnell er auch ist. Also von dem her nicht die überragendste Runde, aber wichtig, wie gesagt, nach wie vor bei den Armored Warfare Let's Plays, dass ihr einfach so ein bisschen den Eindruck vom Spiel bekommt. Und ich denke mal, so von der Experience sollte ich mich irgendwo so Richtung Platz 3 gehangelt, Platz 3, Richtung Mittelfeld, so wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich auf Platz 3 gekommen bin, gehangelt haben. Und im Mittelfeld abzuschließen als Slow-Tier, da kann man dann eigentlich hoffentlich zufrieden sein, sofern es dann auch so eintritt. So, wir gucken uns den Ladescreen an. Da ist er. Hallo, Ladescreen. Hallo. Bin schon sehr gespannt. Bitte Mittelfeld, dann ist es nicht ganz so peinlich. Und zwar Team Performance, auch mal Mittelfeld. Yes. Hab sogar 1134 Schaden machen können. Das ist sogar Platz 4 im Battle gewesen. Also von dem her habe ich mich noch wackerer geschlagen als sogar selbst vermutet. Konnte ein paar Panzer 6 an der Zahl aufklären. Ja, von dem her bin ich sogar noch zufriedener als erwartet. Ich hoffe, ihr konntet den Panzer ein bisschen sehen und dementsprechend euch einen Eindruck von diesem bilden. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.